Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Neues Lernen. Und heute sind wir wieder mit einer Lernreise am Start, weil unser aktuelles Magazin auch erschienen ist. Wir machen das jetzt mal ein bisschen spannend und erzählen ein bisschen was über unsere Gesprächspartnerin. Ich fange mal ganz vorne an. Wir haben mal ein Vorgespräch mit ihr geführt und danach hatten wir das Gefühl, wir hatten eigentlich schon einen Podcast im Kasten und wussten auch gar nicht, wo wir dann im Podcast anfangen sollen, weil sie einfach... Ich finde, da trifft es zu, ein sehr, sehr bewegtes und spannendes Leben schon hatte. Ich gebe einfach mal ein paar Stichworte, oder magst du? Ja, wir dürfen mal zwischendrin verraten, es ist diesmal kein Schauspieler oder Schauspielerin. Genau, kein Promi in der Hinsicht. Genau, aber ein sehr bewegtes Leben. Genau, also sie war Top-Managerin. Sie ist total sozial engagiert, hat sich für die Opfer des Ahrtals eingesetzt, hat selbst zwei geflüchtete Kinder aufgenommen und hat sich jetzt der Betreuung ihrer Eltern verschrieben. Ja, wenn man sie googelt, dann bekommt man solche Schlagzeilen wie erst Topmanagerin, dann Elternpflegerin oder diese Topmanagerin schmiss ihren Job, um ihre Eltern zu pflegen. Und ich glaube, jetzt können wir aber mal auflösen, weil vielleicht ein paar haben jetzt schon eine Idee, um wen es geht. Es geht nämlich um Vera Schneevogt. Und um sie so ganz offiziell jetzt namentlich und auch mit ein paar beruflichen Stationen vorzustellen, nur eine kleine Auswahl. Zum Beispiel Chief Digital Officer bei Bosch Sicherheitstechnik. Sie war auch Leiterin für Forschung und Entwicklung sowie Werksleiterin bei Fujitsu und sie war bei Siemens auf dem C-Level tätig. Und ich habe dann gemerkt, ich muss das eigentlich so managen wie alle meine Projekte. Es gibt immer eine Aufbau- und eine Abbauphase. Und da das Leben aus einem Kreislauf besteht und mein Supply Chain-Leben sehr viel mit Kreislaufen zu tun hat, ist es für mich eigentlich relativ klar gewesen, dass ich jetzt nicht so ad hoc rausgehe und so tue, als wäre nichts, sondern ich habe ja immer sehr darüber kommuniziert. Es ist eine große Veränderung, die muss fast geplant werden, gerade wenn man so ein intensives Leben hat und sie ist nichts weiter als eine Veränderung. Sie ist weder bedrohlich noch sonst irgendwas. Es ist einfach der nächste Abschnitt. Ja, über diese Entscheidung, die sie damals getroffen hat, eben aus dem Management auszusteigen und sich um ihre Eltern zu kümmern, haben wir natürlich mit ihr gesprochen. An der Stelle möchte ich auch sagen, das ist nämlich auch Teil ihrer Persönlichkeit, dass sie sehr darauf hinweist, dass in den Medien immer gesagt wird, sie würde ihre Eltern pflegen, aber sie sagt, dass sie in Anführungszeichen sie nur betreut. Und wir haben natürlich mit ihr darüber gesprochen, wie sie jetzt ihr Leben gestaltet, aber natürlich auch, was sie eigentlich über ihre vergangene Karriere denkt, was sie überhaupt über Karriere und Führung denkt und auch, was Work-Life-Balance für sie bedeutet. Also wir haben vieles von dem, was wir im Vorgespräch dachten, gar nicht alles unterzubringen, doch irgendwie in diesen Podcast reingebracht. Deswegen geht er auch wieder ein Stückchen länger und wir machen es jetzt gar nicht mehr spannend und sagen ab ins Gespräch. Ein ganz herzliches Willkommen hier heute in unserem Podcast Remote zugeschaltet an Vera Schneevogt. Um dich ist ja so ein bisschen, kann man sagen, Medienrummel entstanden, weil du als erfolgreiche Managerin gesagt hast, du beendest deine Karriere, um deine Eltern zu betreuen. Und wir wollen heute ein bisschen hinterfragen, wie genau es dazu kam, was eigentlich auch Karriere und Führung für dich bedeutet und warum du ein Buch dazu geschrieben hast. Herzlich willkommen erstmal, liebe Vera. Vielen Dank. Dankeschön für eure Einladung. Dann steigen wir doch direkt mal ein. Ich würde so ganz einfach anfangen, ob du uns relativ kurz zusammenfassen kannst, wie eigentlich dein Werdegang war. Ich habe aus deinem Buch so ein paar Stichwörter, Mädchenschule, Ausbildung, dann Richtung Technologie, Management, international. Könntest du uns diese Stichworte so ein bisschen mit Inhalt noch füllen? Okay. Also vor der Mädchenschule war erst eine gemischte Schule, nämlich bis zum 9. Schuljahr. Und dann sind wir umgezogen, weil mein Vater versetzt wurde. Und dann bin ich in der Mädchenschule, habe ich Abitur gemacht. Über die ich sehr froh bin, dass ich diese Mädchenschule, nachdem ich anfänglich geschockt war, sehr froh bin, weil wir bis heute, und wir hatten dieses Jahr 40 Jahre Abiturfeier, immer noch einen sehr großen Zusammenhalt haben. Das ist vielleicht die erste Begegnung mit Feminismus gewesen, aber dann lange Pause und heute habe ich das ja nochmal wieder viel mehr. Dann Ausbildung, ja, also nach dem Abitur, ich bin ja Jahrgang 1965, das heißt, mit mir schwemmten unendlich viele Menschen auf den Ausbildungs- und Studienmarkt. Und
ich hatte mir erst überlegt zu studieren und habe dann aber durch eine Information der, ich glaube der Uni Mannheim sogar, habe ich eine Broschüre in die Hand bekommen um Abiturientenausbildung der Wirtschaft. Und das fand ich ganz geschickt, weil dann war mein Abitur nicht umsonst und ich konnte damit noch was in der Ausbildung anfangen und bin durch welche Irrungen und Wirrungen auch immer durch sehr großen Zufall zu einer Tochtergesellschaft von Siemens gekommen, der Kraftwerkunion, und habe dort eine zweijährige Industriekaufmannsausbildung gemacht, oder die eben Stammhauslehre heißt, hieß, gibt es glaube ich heute nicht mehr, heute ist es eher duales Studium, und habe dann gewechselt nach der Ausbildung zur Telekommunikation nach Köln und habe dann eine über 25-jährige wunderbare Reise durch die Siemens AG gemacht, die am Ende dann endete in München. Genau, zuletzt warst du ja Chief Digital Officer bei Bosch, das, ne? Richtig. Das ist lange später, genau. Dann kamen noch zwei Stationen dazwischen, der Telekommunikationsbereich, in den ich dann eben gewechselt bin in die Technik. Kam ja dann aus dem kaufmännischen Bereich eher, wurde verkauft an Private Equity. Da war ich dann 5 Jahre in der Geschäftsführung, da das erste Mal auch, sage ich mal, C-Level-Management in Reinstform inklusive Geschäftsführung, dann 5 Jahre Fujitsu. Und japanisch, ganz andere Welt. Und dann bin ich zum Schluss eben 2018 habe ich mich entschieden, Fujitsu zu verlassen. Und 2019 habe ich dann als Chief Digital Officer angefangen im Building-Bereich, im Building-Technologies-Bereich. Und zwar insbesondere, nachdem ich 10 Jahre fast nur Restrukturierung und Transformation, aber eher der unangenehmeren Sorte gemacht habe, wollte ich für mein Hirn und für meine eigene Weiterbildung gerne in der Technologie und in der Strategie fitter werden. Und das war mir dann 3,5 Jahre vergönnt bei Bosch. Genau. Das heißt, man kann ja schon zusammenfassen, wirklich eine steile Karriere, eine erfolgreiche Karriere. Wie würdest du denn sagen, was bedeutet denn eigentlich für dich Karriere? Eigentlich nichts, ganz um das Recht. Weil Karriere, also ich bin ja, komme ja aus einer anderen Zeit, also in einer Zeit, wo es noch nicht so viel Digitalisierung gab oder es erst anfing und ich Karriere immer damit verbunden habe, dass es was ist, was man planen muss und was vielleicht andere für einen tun. Und so war das natürlich in der Siemens AG, also in den 80er, 90er und Anfang der 2000er Jahre gab es ganze Truppen von Menschen, die Führungskräfteentwicklung gemacht haben bei HR. Und international, weil für mich war immer wichtig, also das war vielleicht der einzige Aspekt, für mich war immer wichtig, ich möchte international arbeiten. Egal wie und eigentlich fast auch egal was, aber ich wollte nicht alleine nur in Deutschland bleiben. Das ist meine große Liebe zu anderen Ländern, aber auch zur Sprache. Und das, würde ich sagen, ist mein einziger Begriff, den ich mit Karriere verbinde, dass ich durch die großen Konzerne sowohl sehr lange in Brasilien gearbeitet habe, also zwar nicht immer dort gewohnt, sondern aber 10 Jahre lang mit einem brasilianischen Team zusammengearbeitet habe, in Japan, in Taiwan, in den USA, in vielen anderen Ecken war. Und ich würde mal sagen, von meiner Managementkarriere sehr viel mehr Zeit im Ausland zugebracht habe als in Deutschland. Und dann hat ja Christina vorher schon angesprochen, hast du eine Entscheidung getroffen, die viele spannend fanden, viele Respekt hatten, nämlich zu sagen, diese Karriere, ob wir sie jetzt eben so benennen und als was Positives vermerken, ist jetzt mal dahingestellt, aber du hast sie beendet, um dich um deine Eltern zu kümmern. Wie ist denn diese Entscheidung gewachsen? Also war das so eine punktuelle Entscheidung und dir war sofort klar, wenn meine Eltern mich brauchen, dann beende ich eben den Job und bin da? Oder ist das so eine Entscheidung, die über längere Zeit sich angebahnt hat? Gott sei Dank mussten wir sie nicht ad hoc fällen. Also das ist keine meine Entscheidung alleine gewesen, sondern Thomas, mein Mann, der hat damit eigentlich schon begonnen, nachdem er 2017 initiiert zum einen, dass unsere Eltern, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt zwei Schwiegereltern und zwei Eltern, einfach schon mal zumindest in der Organisation und in vielen Dingen Unterstützung brauchen. Wir lebten damals noch in Bayern und hatten gerade 2 syrische Flüchtlingskinder aufgenommen, von denen der jüngere Ahmed eben 13 Jahre alt war und Thomas dann den Vormund übernommen hat und wir gemerkt haben, das lässt sich alles nicht mehr zusammen verbinden. Und dann ist Thomas ausgestiegen, hat sich selbstständig gemacht, hat eine Zeit lang als Freiberufler gearbeitet und dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, die uns sehr viele Möglichkeiten gab, dass er viel flexibler eben arbeiten konnte. Das wird sehr oft vergessen, weil das eigentlich die Basis war für die Möglichkeit, dass ich meine Entscheidung treffen konnte. Es war dann so, dass dann die Pandemie dazwischen kam. Und ich würde mal sagen, wie für viele Menschen war das für mich eine große Zäsur, weil das erste Mal in fast 20 Jahren ich nicht mehr reisen musste. Ich war erleichtert, dass ich nicht mehr reisen musste. Das hört sich ein bisschen
schizophren an. Also es war einfach so, dass ich gemerkt habe, wie erschöpft dieses Reisen, insbesondere das Interkontinentalreisen mit so viel Jetlag und so, wie stark das auch meine Gesundheit mit angenommen hatte. Und ich natürlich in der Zeit auch gesehen habe, was die zu Hause alle machen. Ne? Also die Jungs, insbesondere, die haben sich immer kaputt gelacht und haben gesagt, jetzt sieht sie endlich mal, was hier den ganzen Tag abgeht. Und zuerst haben sie Thomas gefragt, ob er denn auch mal arbeiten geht. Dann hat er gesagt, ich arbeite den ganzen Tag unter anderem für euch und für alle anderen und mache noch mal eine Ausbildung. Und so hat sich eigentlich unser Familienleben auch anders entwickelt. Das war vielleicht so die erste Geschichte. Und ich gedacht habe, na, jetzt bist du fast 40 Jahre hier on Tour. Ist das jetzt vielleicht irgendwie auch so ein Moment zum Innehalten? Und so habe ich das wirklich empfunden. Und dann kam es recht dicke. Ende 2020 erkrankten mein Onkel und meine Tante und der Mann meiner Tante an Covid. Und alle drei sind innerhalb einer Woche gestorben. Und insbesondere die Geschwister, beides Geschwister meines Vaters gewesen, innerhalb von 24 Stunden. Und das in einem Total-Lockdown, also wo noch gar nichts ging. Und dann aus der Ferne kann ich eigentlich nur sagen, waren wir alle sprachlos. Also wir wussten nicht mehr, was wir sagen sollten, weil mein Vater natürlich und auch meine Mutter in ein wahnsinniges Loch gefallen sind, was sowieso schon da war durch die Pandemie. Das empfinden ja gerade ältere Menschen und jüngere Menschen haben das ja noch viel mehr empfunden. Und wir sind dann Weihnachten, kurz vor Weihnachten war das, 2020 sind wir in Westerwald gefahren, wo meine Eltern leben. Und auf der Rückfahrt war uns klar, das ist jetzt der Moment. Also wir hatten uns das schon immer mal überlegt und hatten als Zielort auch die Eifel schon definiert, Gott sei Dank, aber nicht auf so schnell. Also da war es dann doch eher ad hoc, dass wir gemerkt haben, nachdem mein Schwiegervater krebskrank war, meine Schwiegermutter krebskrank wurde vorher. Und jetzt kam das noch dazu, dass wir gesagt haben, mit 600 Kilometer einfacher Entfernung können wir das nicht leisten. Und so ist dann die Entscheidung quasi gereift. Bis ich sie kommuniziert hatte, hatte ich sie schon über ein halbes Jahr getroffen. Wie war die erste Reaktion im Unternehmen von Chefseite aus? Also es waren ja verschiedene Chefs, da ich ja zwei, drei Rollen hatte. Und ich habe mit den Vorständen angefangen, die mich eben eingestellt hatten. Stefan Hartung, der jetzige CEO von Bosch, hatte mich damals eingestellt in die CDO-Rolle unter anderem. Und mit ihm und seinem Kollegen habe ich als erstes kommuniziert. Und die waren nicht überrascht, weil ich das schon geahnt habe, dass es irgendwann passiert. Und hatte das bei der Einstellung schon gesagt. Bosch ist ja ein sehr werteorientiertes Unternehmen und hat über die Stiftung ja auch ein ganz anderes Verständnis an vielen Themen, die so gesellschaftlicher Natur sind. Und ich dachte mir, was soll ich da irgendwie groß drum rumreden? Ich hatte das eben schon gesagt, wenn Thomas das zu viel wird, dann muss ich irgendwann kürzer treten oder früher aufhören, weil in meinem Level hat man ja befristete Verträge und es kann sein, dass ich den nicht erfülle, sodass sie gar nicht so richtig überrascht waren. Ich glaube viel mehr von meiner Klarheit. Das ist also, ne, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber Männer sagen ja manchmal was und meinen was anderes. Das ist bei Frauen oft nicht der Fall, wenn sie so entschlossen sind. Aber dass ich das dann auch so durchgezogen habe, hat insbesondere meine Kollegen in meiner Management-Level und runter schon ziemlich überrascht, geschockt, beeindruckt. Ich glaube, alle Gemengelage an Gefühlen war da irgendwo mit dabei. Würdest du denn sagen, fühlst du dich eigentlich auch ein Stück weit als Role Model, jetzt nicht nur in dieser Entscheidung, dann die Karriere zu beenden, um sich, um eben mit den Eltern mehr Zeit verbringen zu können? Also du sagst ja immer, so hast du sie nicht gepflegt, aber betreut eben, dass du dann bei ihnen sein konntest. Und ein Stück weit, weil du es vorhin auch schon mit der Mädchenschule angesprochen hast und da mit dem Feminismus ja in Begegnung zum ersten Mal sozusagen gekommen bist, bist du denn, weil es klingt ja alles so danach, dein Mann hat als erster seine Karriere umgestellt sozusagen, um auch mehr zu Hause sein zu können, sich um eure Adoptivkinder auch kümmern zu können. Bist du da ein Stück weit ein Role Model? Hast du eine andere Karriere als Frau gemacht, als viele Frauen aus deinem Jahrgang eben? Ja, definitiv. Also ich glaube, also ich meine, wir haben das ja jetzt, die Gelegenheit war ja jetzt günstig bei diesem Treffen. Und ich denke, ich bin eh eine der Einzigen, die in eine Konzernmanagement-Karriere gegangen ist. Es gibt einige, die selbstständig sind, die das natürlich super nachvollziehen können, weil die ihr ganzes Leben selbstständig waren. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich jetzt mache, Teilzeit selbstständig und Teilzeit Betreuung. Und ich denke schon, ja, dadurch, dass ich vielleicht auch keine eigenen Kinder bekommen habe, das macht, glaube ich, macht den größten Unterschied aus, weil fast alle haben entweder sich entschieden, sehr heimatverbunden zu bleiben, also in der Gegend, weil wenn man aus Neustadt an der Weinstraße kommt, versteht man das sofort, das ist eine der schönsten Ecken Deutschlands, also da geht keiner so richtig freiwillig weg oder wenn, kommen auch alle zurück.
Viele sind natürlich verbunden mit dem Weinbau und der Landwirtschaft, darf man auch nicht vergessen. Es hat ein bisschen auch eine Entscheidung, wo komme ich her? Und ich denke schon, dass ich immer ein absolutes Ausnahmemenschlein war in dieser ganzen Zeit, weil es war fast alles männlich und es war immer, gerade in der Technologie, auch in der Supply Chain, in der Produktion, das gab es ja alles nicht. Also für mich sind Männer, sage ich mal, das Normalste der Welt, weil ich nur mit Männern zusammengearbeitet habe. Ich hatte ein einziges Mal in 40 Jahren eine Chefin und das nur kurz. Und ansonsten habe ich immer versucht, sehr viele mein eigenes Management-Team divers aufzustellen. Aber es war nicht einfach, weil es einfach nicht so viele gab. Und von daher, finde ich immer schwer, sich selbst als Role Model zu bezeichnen. Aber das ist was mir sehr oft zugeschrieben wird, sagen wir so. Und wenn ich mir eben vorstelle, aus so einem vollgepackten Jet-Set-Leben, wie du es vorher auch selbst benannt hast, immer hin und her reisen, dann in dieser männerdominierten Konzernwelt, dann plötzlich eben zu wechseln in die Betreuung der Eltern. Wie hat sich das für dich angefühlt oder welche neuen Erfahrungen hast du da gemacht? Erstmal spooky natürlich, weil wenn man so viele Jahre sehr weit weg war von seiner Familie dann und den Umzug und alles gleich, also es sind so viele Sachen gleichzeitig passiert, dass ich erstmal gar keine Zeit zum Nachdenken hatte. Das war vielleicht das Schwierigste, weil ich hatte mich dann, da ich 12 Monate Kündigungsfrist hatte, konnte ich umstellen von Vollzeit auf Teilzeit für 9 Monate, was schon mal sehr geholfen hat, meine Woche anders zu strukturieren. Auch geholfen hat, dass ja komplett Homeoffice war in den ganzen Zeitpunkt. Also ich war räumlich unabhängig. Ich konnte mich quasi zwischen Eifel und Bayern noch hin und her aufteilen. Und ich habe dann gemerkt, ich muss das eigentlich so managen wie alle meine Projekte. Es gibt immer eine Aufbau- und eine Abbauphase. Und da das Leben aus einem Kreislauf besteht und mein Supply Chain-Leben sehr viel mit Kreislaufen zu tun hat, ist es für mich eigentlich relativ klar gewesen, dass ich jetzt nicht so ad hoc rausgehe und so tue, als wäre nichts, sondern ich habe ja immer sehr darüber kommuniziert. Es ist eine große Veränderung, die muss fast geplant werden, gerade wenn man so ein intensives Leben hat und sie ist nichts weiter als eine Veränderung. Sie ist weder bedrohlich noch sonst irgendwas. Es ist einfach der nächste Abschnitt. Und als mir das klar war, und das haben wir natürlich als Familie auch sehr, dann haben alle echt super unterstützt und auch meine Freunde, die auch viele Jahre, meine Freundinnen, die so viele Jahre immer sich nach mir gerichtet haben, das hat mich alles irgendwie motiviert zu sagen, vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo ich mal was zurückgeben kann. Also, dass mir meine Freundinnen alle geblieben sind, dass mir meine ganzen Verbündeten immer mich unterstützt haben. Und es dazu gehören natürlich meine Eltern, auch meine Schwiegereltern, allererst mein Mann natürlich, der genauso gern noch mal was anderes machen wollte als immer nur die Betreuung. Das ist ja auch sehr intensiv. Egal, also Pflege ist vielleicht das Intensivste, aber es gibt da fast keinen Unterschied. Es ist ein fließender Übergang. Und als ich dieses Jahr vorbei hatte, da war ich erstmal ganz erleichtert, dass ich gedacht habe, ich muss mich jetzt nicht mehr zerteilen. Das nächste Jahr, es ist ja jetzt schon fast 2 Jahre her, war geprägt davon, dass ich gedacht habe, jetzt mache ich mal gar keine Termine, jetzt lasse ich mich mal treiben, jetzt gucke ich mir einfach nur Sachen an, die ich mag. Ich ruhe mich mal aus, ich gucke mal, was so kommt und mache mal eben kein Programm, weil das ist fast das Schwerste und es ist bis heute noch so, dass ich so diszipliniert und getaktet bin, dass ich manchmal denke, für wen mache ich das eigentlich? Weil hier ist überhaupt außer mir keiner, der irgendwie diesen Anspruch stellt. Also man merkt schon, wie die Prägung ist. Und nach diesem Jahr habe ich dann überlegt, oder in dem Jahr habe ich überlegt, was möchte ich denn jetzt weitermachen? Und dann haben eben Thomas, der die Firma schon in der Pandemie gegründet hat, und ich gesagt, wir fangen dieses Jahr mal so langsam wieder an, dass wir auch wieder ein bisschen was anderes machen, nämlich Beratung und Coaching bei Guiding for Future und mit dem Netzwerk zusammen. Und das muss ich sagen, ist jetzt auch ganz schön, weil es immer so Phasen sind, wo man natürlich alleine oder zu zweit oder im familiären Umkreis sehr, sehr viel machen kann und Wirkung erzielen kann. Und das ist die Antwort auf die Frage, was habe ich mitgenommen? Ich glaube, ich plane nicht länger als 2 Wochen im Voraus und ich priorisiere immer nur das Allerwichtigste. Und ich sage jedem Menschen, mit dem ich Termine mache, der jetzt nicht privat ist, dass es sein kann, dass ich den Termin verschiebe, weil das einfach den Druck entnimmt bei allem, weil wenn mal irgendwas in der Familie ist und zwar halt immer irgendwas, dann muss ich einfach diese Flexibilität behalten. Und daran scheine ich mich jetzt besser zu gewöhnen gegen Ende des Jahres 2024. Und ich setze jetzt mal auf 2025, das Jahr, in dem ich 60 werde. Und nach japanischer Tradition fängt man ja dann mit der Phase der Weisheit an, ist mein Ziel, bis dahin mich so gut zu strukturiert zu haben, dass ich dann sagen kann, das Leben ist genauso schön und interessant und spannend, ob jetzt in einem Konzern, in einer Managementfunktion oder halt eben so.
Jetzt hast du ja vorher selbst angesprochen, dass ihr zwei syrische Flüchtlinge aufgenommen habt. Und auch sonst hast du dich viel sozial engagiert und das aber ja noch in der Zeit, in der du sehr aktiv in deinem Job warst. Wie hast du das denn gemacht oder was war dein Antrieb, das zu tun? Ich glaube, der Antrieb kam tatsächlich einmal aus meiner Familie. Also meine Eltern und auch meine Großeltern väterlicherseits waren sehr, sehr sozial engagiert. Meine Mutter hat schon in den 80er und 90er Jahren sich um Flüchtlinge gekümmert, Asylanten, sehr viel gemacht in der Betreuung und so karitative Sachen. Bei meinen Eltern eher sehr motiviert durch ihr christlichen Glauben, aber natürlich bekommt man das automatisch in der Erziehung ja mit. Hat so dazu geführt, dass insbesondere mir Asylanten und Flüchtlinge immer sehr am Herzen lagen, weil ich einfach gemerkt habe durch meine internationale Tätigkeit, wie privilegiert es ist, in Deutschland zu leben. Und es ist ja gerade ein brandaktuelles Thema, weil einfach der Absicherungsgrad, der Sicherheitsgrad, der Grad auch der Möglichkeiten ist so unendlich groß. Und ich habe mir immer überlegt, warum kommen Menschen so einen weiten Weg, wenn es nicht wirklich dringlich ist? Warum soll jemand hier einfach hinkommen? Weil so doll ist es hier dann auch nicht als Fremder. Und jetzt noch wird es ja noch schlimmer. Aber es ist so, dass das einfach, ich glaube, ich mir immer ganz gut diesen Perspektivwechsel vorstellen könnte. Und dann, als 2015 diese große Flüchtlingswelle kam und in unserem Dorf, in dem wir in Bayern gelebt haben, sich ein Helferkreis bildete, dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, einen Ausgleich zu haben zu dieser Blase, in der ich mich befinde. Und animiert auch durch die japanische Gesellschaftsordnung, die ja sehr stark heißt, das Individuum zählt nicht so viel, die Gemeinschaft zählt mehr, habe ich gemerkt, dass ich so Werte, die ich selbst für wichtig erachte, aber auch mein Umfeld gut ergänzen lassen. Und Ahmed und Mohammed, so heißen die beiden, haben schon dafür gesorgt, dass ich sehr schnell sehr geerdet war. Also ihr Schicksal und das von vielen anderen ist so viel wichtiger als meine Management-Karriere. Und das irgendwie als Menschsein zu begreifen und auch, sag mal, diese Elemente mitzunehmen, haben mir sehr geholfen, bei mir zu bleiben oder vielleicht auch das zu werden, was ich jetzt bin. Das war so ein bisschen so ein Try-Run auf das, was kam. Und dann kam halt eben die Ahrflut in unserem Nachbartal. Ich lebe ja in der Eifel und die Mensch ist die größte Tragödie, die ich überhaupt jemals gesehen habe. In einer Nähe und in einer Sicherheit, in einem Ort, wo niemand damit gerechnet hat. Und auch da wieder das Thema Zeit, aber auch Katastrophe und Krise, was mich ja in meinem beruflichen Leben auch sehr begleitet hat. Glaube ich, da habe ich so viele Dinge gemerkt, die so, was kann ich eigentlich? Ich kann gut kommunizieren, ich habe ein super Netzwerk, ich bin halt in der Krise meine Übersicht. Krise findet ja immer und überall statt. Und ich glaube, dass ich das große Glück in meinem Berufsleben hatte, dass ich in so sehr gemäßigten, sicheren, zwar bewegten Zeiten war. Und ich glaube, dieses Engagement für die Gemeinschaft oder fürs Gemeinwohl hat meine Balance, die mir ganz wichtig ist. Es kommt auch sehr stark aus den Erfahrungen in Asien, dass dieses Yin und Yang oder am besten, dass du eine Balance hast, das ist für mich fast mein Lebenselixier. Ich glaube, ich hätte viele Situationen im Beruf nicht so gut meistern können, wenn ich nicht auch immer noch ein Leben hatte neben dem Beruf. Das ist auch so mein großer Tipp an ganz viele, das nicht zu überschätzen. Es ist immer nur eine zeitliche Komponente, macht es zeitlich geliehen. Und wenn man nicht gerade wirklich ein eigenes Unternehmen erfolgreich macht, dann ist es einfach ein Angestelltenjob. So bitter, wie das sich für viele anhört, weil sie es gerne anders darstellen. Aber ich glaube, dass das auch so langsam, aber sicher über Jahre diese Entscheidung schon mit beeinflusst hat. Vielleicht wollte ich das auch so. Dieses Konzept, über die ja viele immer sprechen, Work-Life-Balance, ist das was, worunter du das zusammenfassen würdest? Oder sagst du ja, so sehr trennen kann man es dann doch nicht in diese Work- und Life-Geschichte? Also für mich gibt es da keine Trennung. Was bedeutet das für dich? Mein Leben war ganz lange Zeit Arbeit. Und Arbeit, ich habe super gerne gearbeitet und habe alles, was ich gemacht habe, natürlich nicht jetzt diese großen Restrukturierungsprojekte nicht falsch verstehen, das war ein Teil meiner Arbeit, aber da ist ja die Frage, wie man Dinge auch macht. Also da war schon Arbeit für mich ein sehr, sehr wichtiges Element in meinem Leben. Aber ich hatte nie eine Trennung zwischen Work und Life. Also eine ganze Zeit lang war Life Work und jetzt ist halt Work Life. Also das ist eigentlich die umgekehrte Geschichte. Also mein erstes Priorität liegt auf meinem Life-Teil. Und das auch auszuhalten nach so langer Zeit und auch auszuprobieren, was das dann wieder für andere Dinge freisetzt, ist sehr interessant.
Das hätte ich mir vorher, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können. Aber vielleicht ist das nochmal ein Ding, wo wir überhaupt ja arbeiten und Zeit und alles neu überdenken müssen in der großen Transformation, in der wir uns befinden, dass wir darüber einfach mehr reden müssen, uns auch austauschen. Und das war vielleicht so der zweite große Hilfsteil, den ich hatte, dass ich ja jemand bin, der immer sehr kommuniziert, also sowohl im Persönlichen wie auch über Social Media, über meine Netzwerkaktivitäten. Und ich denke, wir müssen über vieles mehr reden. Wir können nicht so tun, als hätten wir nur ein Leben, das Arbeit ist, oder nur ein Leben, was privat ist, sondern das ist alles irgendwie mit allem immer verbunden, habe ich festgestellt. Weil man auch das Private ja mit in die Arbeit dann wieder reinnimmt. Du warst ja auch bei Siemens in der Führungsposition tätig, während da sämtliche Ermittlungsverfahren, oder darf man das sagen, Ermittlungsverfahren, aber halt im Siemens-Skandal eben liefen. Genau. Hat dich das eben auch vielleicht dazu gebracht zu sagen, ja, Arbeit ist eben nicht alles, und sich da noch ein Stück weit stärker drauf zu beziehen, das ist ja auch ein Leben neben der Arbeit. Also du sagst ja, es ist eine Gleichzeitigkeit, aber da halt zu sagen, ja, man kann sich jetzt nicht nur über die Arbeit definieren. Also ich würde sagen, diese Zeit, und das ist mir jetzt bei dem Schreiben des Buches zusammen mit Vera Hermes aufgefallen, weil wir ja viel darüber gesprochen haben und sie ja derjenige ist, das wollen wir nicht verheimlichen, der das meist geschrieben hat, und wir haben das dann zusammen weitergearbeitet, ist mir eigentlich aufgegangen, dass es wahrscheinlich die größte Zäsurphase in meinem beruflichen Leben war, weil ich war damals erst sehr kurz in Top-Management-Funktionen und auch geprägt von einem sehr gut organisierten, unaufgeregten Siemens-Leben. Das war ja 2006, da war ich 41 und überhaupt nicht vorbereitet auf das, was mich da erwischt hat. Und ich denke, dass es rückblickend, ich bin einfach zu positiv, um zu sagen, das war nur schlecht, es war furchtbar. Es war die furchtbarste Zeit, die ich beruflich erlebt habe, aus vielen, vielen Gründen. Aber es hat mir sehr klar gemacht, vielleicht auch so jemanden, der so optimistisch ist wie ich, das Leben ist nicht nur rosa, sondern das Leben kann auch sehr dunkelgrau sein. Und ich muss einfach gucken, dass ich einen guten Weg für mich finde, mit Vertrauen, Führung, aber auch mit Vorsicht und Distanz und Nähe umzugehen. Und das war bestimmt der Beginn dessen, dass ich das eben auch gut konnte in den verschiedenen Kulturkreisen. Es wurde ja dann schon amerikanisch kurz danach, dann Japanisch, dann wieder Schwäbisch, Deutsch. Und das waren schon drei ganz sehr unterschiedliche Kulturkreise, in denen vieles in meinem Hinterkopf immer geholfen hat, daran zu denken, wie waren diese Jahre. Konntest du dir daraus auch ein Stück weit was ziehen, eben allgemein, welche Führungskompetenzen du für wichtig hältst? Ja. Und welche sind das? Definitiv. Also mein gesamtes Vertrauen, überlegt mal, ich habe mit 19 angefangen, für diese Firma zu arbeiten, und habe mit 43 aufgehört. Die war noch Teileigentümer, aber sagen wir mal, das war dann das Ende. Und dann lebst du natürlich in der Zeit auch, war es ja so eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen, mit den Werten und sonst was. Dann habe ich gedacht, es ist immer nicht so, der Schein trügt oft. Also das war, glaube ich, für mich so eine Sache, sei immer mal irgendwie ein bisschen skeptisch, guck dir nochmal die Sachen an, die komisch klingen, die sind auch meistens komisch. Also das hat mein Führungsverhalten deutlich geprägt, dass ich insbesondere im Umgang mit meinen Kollegen, aber auch mit meinen Chefs, glaube ich, eine größere Vorsicht und eine größere Nachsicht, sowohl in beide, in die eine als in die andere Richtung hatte. Was meine Führung dann anging, war mir ganz klar, ich kann nicht führen ohne Vertrauen. Und ich bin ja auch sehr stark befragt worden von verschiedensten Ermittlungsteilen in der Zeit. Und ich hatte immer das Gefühl, und das ist ja so, Perception is Reality, du kannst jetzt noch so klar das distanzieren, dass hier mir kein Mensch vertraut und dass hier alle in einen Sack geschmissen werden. Und es war für mich, glaube ich, die größte Erschütterung. Weil mein Unternehmen hatte mir ja 25 Jahre was ganz anderes gesagt und plötzlich kommt das. Und ich gedacht habe, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe das ja auch bei vielen, vielen Kolleginnen gesehen. Ich verzweifle daran und mache irgendwas anderes und höre auf. Oder ich gehe einfach meinem Instinkt und meiner Intuition weiter, gebe ich größeren Raum, dass Menschen und wie ich mit Menschen umgehe, der Schlüssel ist zu einem in der Führung. Man nennt es menschenzentriert oder Servant Leadership oder dienende Führung. Es gibt ja verschiedenste Ausdrücke dafür, aber das ist die Führungsfunktionsart, die ich am allermeisten oder, glaube ich, auch am erfolgreichsten praktiziert habe in meinem Dunstkreis. Hat auch die Flipside gehabt, dass es eben ganz viel Stress gab mit anderen Kollegen, die das nicht so gesehen haben, weil man ja als schwach gesehen wird oder nicht als durchsetzungsstark.
Aber mittel- und langfristig wollen Menschen Transparenz, Kommunikation und Authentizität. Ich will das. Und so habe ich das auch gesagt, wenn ich das möchte, dann möchten das mein Team, mein Management-Team und meine Mitarbeitenden genauso. Und das, glaube ich, wäre vielleicht ohne diese Erfahrung in der Mitte der 2000er Jahre vielleicht nicht so stark ausgeprägt worden. Jetzt hast du ja schon gesagt, eben das war eine deiner größten Zäsuren im beruflichen Leben. Jetzt sind wir ja hier ein Podcast, in dem es immer um das Thema Lernen geht. Was würdest du nun sagen, was war deine größte Lernerfahrung? War das genau auch dieser Moment oder gab es noch weitere? Das war der eine, also das war der auf der Führung, wenn wir über Führung sprechen und mit Menschen. Und dann gab es noch einen zweiten, der war Anfang der 90er Jahre, als das Internet kommerzialisiert wurde. Niemals zu unterschätzen, was Erfindungen oder Veränderungen, die außerhalb eines Unternehmens passieren, für große Einflüsse auf Veränderungen in Unternehmen haben können, auch in der Wirtschaft überhaupt, in dem Fall auch in der Gesellschaft. Ich weiß noch, wie viele Menschen mich ausgelacht haben, als ich gesagt habe, ich glaube, das ist eine Revolution, hier passiert irgendwas Größeres, und ich bin meinem damaligen Chef noch bis heute dankbar, dass der das genauso gesehen hat und hat ganz viele Weiterbildungs- und Lernreisen mit uns gemacht. Das hieß damals natürlich nicht so, aber wir haben dann irgendwie Expertinnen hat er eingeladen, die uns erklärt haben, wie funktioniert das Internet, was kann man damit machen. Und ich war ja in der Telekommunikation, wo das ja entscheidend war, also Voice over IP, was wir jetzt hier machen, gab es ja damals nicht. Es war eine Qualität, die so war, ne? Also du konntest nichts verstehen und wusstest nie, ob der Call stattdessen bleibt. Der Mobilfunk wurde gerade erst kommerzialisiert. Also ich habe ja auch wirklich große technologische Veränderungen gemacht. Und das, Julia und Christina, ist, glaube ich, meine zweite ganz, ganz große Lernkurve gewesen, niemals Technologie und Veränderungen zu unterschätzen. Aber auch meine große Liebe zur Technologie ist mit der Erfindung des Internets überhaupt erst möglich geworden. Ich habe ja keine fundierte fachliche Ausbildung auf diesem Segment, aber durch das Kommerzialisieren und durch die Demokratisierung, die man ja heute in den Teilen auch nimmt, hatte ich eine große Möglichkeit, weil ich mich darauf eingelassen habe. Und das war vielleicht die dritte große Thematik. Alter hat nichts damit zu tun, dass man nicht immer weiter lernen kann. Im Gegenteil. Und damit spielst du uns den perfekten Ball zu. Wie schaffen wir es denn, dass die Mitarbeitenden immer weiter lernen, dass sie zum einen motiviert sind zu lernen, aber auch die nötigen Kompetenzen haben, um sich immer weiterbilden zu können? Also ich glaube, dass Lernen und Bildung das zentrale Element ist, um unsere Gesellschaft weiter in der Demokratie zu halten. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist aus meiner Sicht der Beginn und das Ende von allem. Was in unseren Arbeitszeit und in unserer Arbeitsstruktur ja nicht wirklich vorkommt, ist, dass ich sage, ich gehe weg, und ihr wisst selbst, wie groß die Diskussion über die Vier-Tage-Woche oder sonst was ist. In einer modernen Gesellschaft, die sich permanent weiterentwickelt, ist dann Bildung und Lernen in allen Lebensphasen zu etablieren. Ob das ein Lerntag ist, eine Lernreise ist, dass ich mit Lernen die gleiche Wichtigkeit ansetze als Erledigen von Bürokratie oder Prozessbeschreibung. Das, was ich am meisten gehasst habe in meinem ganzen Leben bis heute und jetzt in der Betreuung von Menschen, die Rente kriegen, ist das noch eine größere Herausforderung, dass Bürokratie und Prozesse so viel wichtiger erachtet werden, diese einzuhalten, als zu lernen. Das heißt also, die Unternehmen und insbesondere die Wirtschaft, aber auch jeder Mensch für sich selbst. Es ist ja nicht so, ich bin ja nicht Eigentum von einem Unternehmen. Ich selbst muss einfach dafür kämpfen, mir diese Lernzeit zu holen. Ob das jetzt über den traditionellen Bildungsurlaub ist, den es ja noch immer gibt, tariflich vereinbart, oder über meine eigene Intuition, oder dass ich eine Gruppendynamik in meinen Teams mache, dass es als selbstverständlich angesehen wird. Und ich habe immer schon dafür plädiert, die nächste Stufe sollte auf die Vier-Tage-Woche gehen, und der fünfte Tag, der wegfällt, in den meisten Berufen sollte freigestellt werden. Entweder für Lernen und oder Gemeinschaftsengagement. Weil das sind zwei Quellen, die einen anderen Teil unseres Hirns beeinflussen, als den wir normalerweise tagtäglich machen, insbesondere wenn man im Büro sitzt. Und damit habe ich eine Stimulation. Und ich glaube, durch diese Erfahrung, die dann jeder machen würde, brauche ich gar keine Motivation mehr, sondern die Motivation ist dann eigentlich selbst gesteuert. Ist meine feste Überzeugung. Ist zumindest bei mir genauso. Mir sagt ja keiner, ich soll lernen. Ich mache das ja aus eigenem Antrieb.
Und würdest du dann auch sagen, dass wenn diese Motivation und auch diese Eigenverantwortung vorhanden sind, die formalen Abschlüsse gar nicht mehr so wichtig sind? Sprich, wenn jemand eben willig und in der Lage ist, sich immer weiterzubilden, eben die Veränderung anzunehmen, dann ist es gar nicht so wichtig, was jetzt der genaue Abschluss davor war. Ja, glaub schon. Also nicht in allen Berufen. Ich denke, es gibt, also ich würde jetzt nicht unbedingt gerne von jemandem operiert werden, der formal kein Medizinstudium absolviert hat und sich auskennt. Also da habe ich hohen Respekt. Ich glaube, es gibt Berufe, die brauchen einfach eine sehr fundierte und sehr formalistische Abschlussthematik. Das sieht man ja zum Beispiel bei der Abschaffung der Meisterkategorien für viele Handwerksberufe jetzt wieder zurückzurudern. Das muss man halt ausprobieren. Es gibt halt bestimmte Sachen, wenn du eine Wand mauerst, sollte die halt möglichst gerade sein. Wenn die krumm ist, schützt sie ein. Also ob ich jetzt einen Abschluss oder nicht, ist unwichtig. Aber ich glaube, dass in ganz vielen Berufen unsere Verkopfung und unsere Tendenz, alle müssen Abitur machen, alle müssen studieren, dazu geführt hat, dass wir Menschen haben, die unglücklich sind und unzufrieden, weil natürlich auch die Welt sich geändert hat. Wir sind nicht mehr Produktionsgesellschaft und Industriegesellschaft. Wir sind eine Wissens- und Kommunikationsgesellschaft. Und dafür brauchst du andere Talente. Und auch da müssen die Leute Zeit bekommen. Also ich selbst habe mir auch die Zeit genommen, mich zu verändern, mein Umfeld anders zu strukturieren. Und ich glaube, je mehr wir das als das, also wenn man sagt, was ist normal, ist eh schon schwierig, aber wenn wir das als die zukünftig normale Situation anbringen, dann sind natürlich alle die meines Alters, die in sehr traditionell strukturierten Umfeld sind, komplett erstmal überfordert. Und das Gleiche ist das Thema Wertschätzung. Ich muss halt Menschen Wertschätzung entgegenbringen, zu sagen, ist doch ganz egal, wie alt du bist oder wie lange du hier bist, du hast diese Rolle und diese Fähigkeit und dieses Talent, das bring doch bitte noch viel verstärkter ein. Dafür entlasse ich dich vielleicht von diesem ganzen administrativen Mist, auf den eh keiner Lust hat. Und jemand anderes sagt, ich mache das aber ganz gerne, aber ich kann das doch für alle machen. Und so haben wir das ganz oft in unseren Teams gemacht. Und Formalismen und diese deutsche bürokratische und diese beschränkte Haltung, die ist so schwer aufzubrechen. Ich glaube, das ist mir auch nur gelungen, weil ich so viel im internationalen Bereich gesehen habe und oftmals Dinge mitgebracht habe oder auch mitgenommen habe zu denen. Und ich denke, wenn wir uns selbst nicht so wichtig nehmen würden, sondern überlegen, was ist jetzt das, was uns am erfülltesten und zufriedensten und glücklichsten macht, würden wir eh andere Prioritäten setzen. Ich glaube, das war eigentlich schon ein ziemlich schönes Schlusswort. Absolut. Ich würde dir aber gerne noch eine abschließende Frage stellen, weil ich habe ja am Anfang auch gesagt, wir sprechen auch darüber, warum du ein Buch geschrieben hast. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, was ist denn jetzt deine Absicht, deine Botschaft, die du gerne aussenden möchtest, vielleicht eben auch mit Hilfe des Buches, was du aus deinen Erfahrungen weitergeben möchtest? Was ist das, was dich jetzt dazu antreibt, deine Geschichte auch ein Stück weit eben zu veröffentlichen? Was willst du uns und auch unseren HörerInnen und den LeserInnen mitgeben? Das Erste ist schon mal, das Wichtigste ist der Titel, der heißt Wir können Zukunft. Der ist natürlich auch angelehnt an unsere Firma Guiding for Future GmbH, weil Zukunft kommt in beiden vor. Ich bin immer jemand, der sehr wenig gehadert hat mit dem, was gewesen ist. Ich gucke auch nicht zurück, außer für das Geschichtliche und den Kontext, den ich gerne hätte. Das heißt also, wir können Zukunft, wir sind in einer sehr, sehr herausfordernden Situation. Wir sind aber auch nicht in einer total aussichtslosen Situation. Und was mich so aufgeregt hat, ist, dass gerade Presse und auch Politik so einen schlechten Job macht, indem sie so kommunizieren. Man sieht ja gerade gestern, waren ja die Wahlen in Sachsen und in Thüringen, was dann passiert. Ich kann nicht zurück. Die Zukunft ist in unserer Menschheitsgeschichte ist angelegt, wir entwickeln uns weiter. Natürlich gibt es manchmal den Drang, die Angst, das Unvermögen, ein Stück zurückzugehen. Und das Buch soll halt zeigen, geteilt in einen autobiografischen Teil in jedem Kapitel und einen mehr mit Hintergrundrecherche versehenen Teil haben Vera und auch zusammen mit dem Team vom Haufe Verlag haben wir uns überlegt, wir arbeiten mit Impulsen. Wir haben 80 Impulse, ich habe sie alle mal rauskopiert, sind 80 Impulse geworden, weil ich nicht wollte, dass die Welt ein weiteres Buch hat, das sich an meinem Leben erfreut. Das ist zwar spannend gewesen, finde ich auch mittlerweile, wenn ich mich da mehr beschäftige, aber das war nicht die Absicht, sondern die Impulse sollen sagen, es gibt was ich tun kann. Es gibt immer eine Möglichkeit, immer. Es gibt, und mein Leben, wenn ich da, und das ist ja nur ein Ausschnitt, bei dem Buch ist uns so viel mehr eingefallen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass Impulse sehr viel Verbindung brauchen zur Authentizität von Menschen, aber auch von Systemen. Und wenn Menschen merken sofort, ob das, was du sagst und das, was du tust, zusammenpassen.
Und das wollten wir machen. Wir wollten das. Wir haben das ja auch ein bisschen als Team gemacht, als diverses Team, wo nur ich alle kannte. Nee, ich kannte, die Co-Autorin kannte ich nicht, aber wo wir es geschafft haben, in einer kurzen Zeit als diverses Team mit ganz unterschiedlichen Menschen was zu machen, was vorher noch nie jemand von uns so gemacht hatte, weil es ja eine neue Reihe ist im Haufe Flapp mit der Sachbuchreihe. Und das hat auch so meine Motivation total gestärkt, zu sagen, wenn wir das können, kann das doch jeder. Also es ist ja nur eine Frage der Einstellung. Und ich soll so ein bisschen die Brücke bauen in die Zukunft zu den jungen Generationen, was mir ganz wichtig ist, zu den wichtigen Themen unserer Zeit, uns nicht aufzuhalten, mit dem Geblämper zu jammern oder Menschen ständig zu bewerten oder ständig empört zu sein. Das finde ich so furchtbar langweilig und anstrengend, dass wir eigentlich gesagt haben, und Christoph Pause, den muss ich jetzt einfach hier erwähnen, ist ja der Urheber der Idee, der gesagt hat, Vera, wenn nicht du, wer dann, kann so ein Buch schreiben. Und ich bin froh, dass wir alle das geschafft haben, was wir jetzt geschafft haben. Nächste Woche wird es ja veröffentlicht und jetzt ist es so richtig irgendwie da. Und ich glaube, dass es schön ist, darüber weiter zu sprechen, was mir viel wichtiger fast noch ist, wie wir das jetzt heute gemacht haben, dann über diese einzelnen Themen und Kapitel vertiefend zu sprechen, weil das ist das, was uns heute beschäftigt und was wichtig ist. Und gerade für die jungen Menschen. Ich bin so verzweifelt über so viele Dinge, die in meiner Generation passieren, die so rückwärtsgewandt sind und so doof. Und die jungen Menschen, die ja viel zahlenmäßig viel weniger sind, die einfach unsere Unterstützung brauchen. Wir brauchen auch derer, weil wir werden jetzt auch langsam älter und vielleicht auch unterstützungsbedürftiger. Ich glaube nicht, dass wir so werden, wie meine Eltern jetzt, ich die empfunden habe. Aber wir brauchen auch Unterstützung. Und warum schaffen wir das nicht, ein Gemeinschaftssystem aufzubauen unter demokratischen Gesichtspunkten, was das beides erfüllt? Und jeder hat da seinen Platz und wir haben doch genügend Platz. Also dann sollten wir das auch irgendwie nutzen. Und das war die ganz unterliegende große Motivation, dass ich über diese Themen gerne sprechen möchte und nicht über die mir nicht verständlich und nicht angenehm anderen Themen, über die zurzeit so viel gesprochen wird. Ich würde sagen, das ist doch ein perfektes Schlusswort und ein schöner Appell am Ende. Insofern vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns all diese Themen und Kapitel kurz durchzugehen. Das ist natürlich trotzdem immer noch lange nicht erschöpft, aber jetzt müssen wir, glaube ich, einen Schlusspunkt setzen, auch wenn es noch viele Fragen gibt. Aber es ist schön, mit ja was Positivem wirklich rausgehen zu können, eben wie du vorhin schon angesprochen hast, Tag 1 nach den Wahlen. Wir werden dir das Ganze zwar später aussenden, aber ich glaube, da haben wir eine schöne Botschaft, die wir mitnehmen können. Vielen Dank dafür, Vera. Danke euch auch sehr. Ja, wie so oft weisen wir ja auch im Gespräch wieder darauf hin, dass wir das ganze Gespräch voraufgezeichnet haben. Und inzwischen ist natürlich noch mal einiges passiert, neben den Wahlen, über die wir schon im Podcast sprachen, noch weitere Wahlen. Und natürlich auch das Buch von Vera ist jetzt inzwischen erschienen. Und ich finde, das Buch bildet eigentlich auch das ab, was wir im Podcast gemacht haben, nämlich so eine Schnittmenge aus, wir blicken in die Vergangenheit, was ist da passiert, wie blickt sie eben selber darauf und bewertet es, was da in ihrer Karriere, in ihrer Führungsarbeit los war. Und aber auch dieser Blick in die Zukunft. Und ich fand es tatsächlich sehr schön, dass der trotz aller Wirrungen in dieser Zeit sehr positiv ausgefallen ist. Ja, und ich fand auch schön, dass sie gesagt hat, dass sie aus ihrer Vergangenheit ja immer wirklich Lernmomente mitgenommen hat, die sie jetzt eben weitergeben will als Impulse und als positive Impulse natürlich. Genau, und Lernen, das hat sie, also ist natürlich perfekt für unseren Podcast. Danke, Vera. Sie gesagt, wir müssen immer weiter lernen und sind eben auch selber sozusagen dafür verantwortlich, dass wir lernen können. Natürlich braucht es Rahmenbedingungen, aber wir müssen eben auch selbst die Chancen erkennen und nutzen. Dann würde ich sagen, können wir doch direkt in unsere Checkout-Frage übergehen, oder? Stelle ich die heute? Checkout. Mit welchem Gefühl gehst du heute aus dem Podcast? Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr beeindruckt von diesem gesamten Gespräch. Auf der einen Seite, wie reflektiert eben die Vera so zurückblickt und die verschiedenen Stationen auch so einordnen kann und wie ehrlich sie auch die Station einordnet und sagt, was eben gut funktioniert hat, was sie erschüttert hat, wie zum Beispiel der Siemens-Skandal damals. Und natürlich auch beeindruckt davon, wie konsequent sie jetzt auch diesen Weg gegangen ist und sagt, sie muss das eben angehen wie so ein Change-Projekt und es gehört jetzt zu ihrem neuen Lebensabschnitt dazu. Ja, wenn ich so
der Vera zuhöre, habe ich immer so zwei Gefühle in mir. Einerseits denke ich, oh mein Gott, die Frau macht so wahnsinnig viel und hat auch wahnsinnig viel und macht jetzt immer noch wahnsinnig viel. Also nicht nur rückblickend, sondern ja auch gegenwärtig. Und man denkt immer so, puh, da habe ich noch einiges aufzuholen. Andererseits finde ich es halt auch einfach, ja, die Lehren, die sie daraus gezogen hat, da kann man, glaube ich, mitgehen und selbst für sich auch noch mal ein bisschen über bestimmte Dinge nachdenken. Work-Life-Balance fand ich schön, wie sie das gesagt hat, dass es früher Work-Life-Balance, jetzt Life-Work, nee, früher Work-Life, jetzt Life-Work war. Ja. Und was ich aber auch eine schöne Message finde, dass sie immer wieder betont hat, dass das auch nicht im luftleeren Raum und alleine geht, sondern dass sie eben da auch viel Unterstützung von ihrem Mann bekommt und dass das ein Projekt ist, das man gemeinsam eben gehen muss. Ja, und tatsächlich finde ich es auch wichtig, das Thema an sich, die Pflege der Eltern ein bisschen noch mehr in den Fokus zu rücken, weil es einfach inzwischen wirklich sehr, sehr viele Menschen natürlich betrifft und es ist immer noch, steht so ein bisschen hinten an. Was ihr hingegen alleine angehen könnt, ist Meisterin Wahnsinn, oder? Der Überleitung. Oh, Wahnsinn. Das, obwohl ich heute Morgen so müde bin. Ja, also was ihr tatsächlich alleine angehen könnt, ist euch auf dem Laufenden zu halten. Unsere neue Magazinausgabe ist nämlich jetzt längst erschienen. Darin findet ihr auch nochmal sozusagen eine Kurzzusammenfassung dieses Gesprächs und noch viele weitere Themen mehr. Und da geht es auch um ein wichtiges Thema für die Zukunft, nämlich die Nachhaltigkeit und welche Rolle da die Personalentwicklung spielt. Ja, und wer ansonsten noch ganz aktuell immer wieder auf dem Laufenden bleiben möchte, kann natürlich auf unser Portal schauen, neues-lernen.org, oder unsere Inhalte auch auf LinkedIn verfolgen. Und sich ganz leicht noch in die App einwählen. Perfekt. Insofern, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Neues Lernen.